Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute dreht es sich um das nächste neue Apple-Produkt und zwar um das MagSafe Duo-Ladegerät für das iPhone und die Apple Watch. Wir kennen ja schon das normale MagSafe-Ladegerät von Apple für das iPhone 12. Das heften wir einfach hinten auf die Rückseite des iPhone, dann wird es magnetisch gehalten und entsprechend schnell aufgeladen. Das MagSafe Duo-Ladegerät, der Name sagt es ja auch schon, hat jetzt Möglichkeit geschaffen, zwei Geräte gleichzeitig aufzuladen. An dieser Stelle vorweg sei auch direkt gesagt, dass man auf jeden Fall eine Apple Watch besitzen sollte, denn auf der einen Seite können wir nur die Apple Watch laden, auf der anderen Seite haben wir dann den MagSafe Charger für das iPhone 12, können aber auch alle anderen Qi-kompatiblen Geräte damit aufladen. Das Paket an sich ist relativ klein und auch das Ladegerät selbst ist sehr kompakt. Ich persönlich dachte, das wäre ein bisschen größer, wenn man sich so die Produktfotos angesehen hat, sah das alles ein bisschen größer aus, da hatte man halt keine Relation und das ist sehr kompakt, das kann einfach in der Hand liegen, wenn es zusammengeklappt ist und die Verarbeitung, die ist wirklich gut. Hier kommt diesmal kein Leder zum Einsatz, leider gibt Apple auch nicht an, was da genau verwendet wird. Fühlt sich gut an, ist relativ weich, ist natürlich eine weiße Farbe. Da wird man natürlich noch sehen müssen, inwiefern sich das Ganze vielleicht etwas verfärbt, wenn man das zum Beispiel einfach irgendwie in den Rucksack oder in die Tasche schmeißt. Im Lieferumfang enthalten ist ein USB-C auf Lightning-Kabel, Länge 1 Meter. Und der Anschluss am Ladegerät selbst ist Lightning. Und ihr benötigt dann halt ein USB-C-Netzteil, was nicht im Lieferumfang enthalten ist, um das Ganze dann anschließen zu können. Das Ladegerät ist natürlich etwas, ich sag mal, labberig, denn in der Mitte gibt es halt das Scharnier, das ermöglicht, dass man das Ganze zusammenklappen kann, damit man auch, ich sag mal, das besser transportieren kann. Das kann man so nicht nur besser transportieren, man kann auch quasi aus dem Duo-Ladegerät ein Solo-Ladegerät machen, aber dazu gleich noch mehr. Das Scharnier an sich, ja, ist relativ hochwertig und flexibel. Da wird man aber auch noch sehen müssen, inwieweit das Falten wirft und ob das mit der Zeit vielleicht abgenutzt wird. Aber das ist was für den Langzeittest. Die Benutzung hingegen ist super einfach. Man kann sein iPhone, ich sage jetzt mal hier auf der linken Seite, einfach auflegen und hat man ein iPhone mit MagSafe, also ein iPhone 12, wird es auch automatisch in der richtigen Position platziert und der Ladevorgang startet direkt. Man muss schon schauen, dass man das ungefähr mittig hinlegt, damit der MagSafe-Magnetring auch mit dem MagSafe-Magnetring im Ladegerät übereinstimmt. Aber das funktioniert wirklich gut und das hat man auch nach den ersten zwei, drei Versuchen raus. Das ist wirklich einfach. Wenn man ein Gerät auflegt ohne MagSafe, dann sollte man genau darauf achten, dass man das auch in die Mitte hinlegt, so dass die Ladeanimation erscheint, damit es auch geladen wird. Weil es ist ja nichts Schlimmeres, als wenn man dann morgens aufwacht und sein leeres iPhone vom Charger nimmt, obwohl das die ganze Nacht da drauf lag. Auf der anderen Seite ist dann der Ladepuck für die Apple Watch integriert. Da hat sich Apple was einfallen lassen, sage ich mal. Man kann die Apple Watch flach auflegen. Das ist besonders dann sinnvoll, wenn man ein Armband mit Schließe hat. Benutzt man aber zum Beispiel ein Solo-Loop-Armband, was halt keine Schließe hat, kann man den Ladepuck hochfahren, 90 Grad aufstellen und die Apple Watch samt Armband im Nachtmodus aufladen. Wie schon gerade gesagt, ein Netzteil gibt es nicht mit dabei, das müsst ihr halt selbst stellen. Entweder habt ihr zum Beispiel schon ein Zuhause oder vom iPhone 12 oder müsst dann natürlich noch ein eigenes kaufen. Dabei sei gesagt, dass ein 20 Watt Netzteil insgesamt nur 11 Watt Power liefert. Wer mehr Power möchte, also sein iPhone schneller laden möchte, kann zu einem 27 Watt Netzteil greifen, das dann mit 14 Watt auflädt. Apple gibt dann an, okay, kauft doch das 27 Watt Netzteil, aber Apple verkauft gar kein Netzteil mit 27 Watt. Da müsste man dann zum 30 Watt Netzteil greifen oder man schaut sich halt nach einer Drittanbieteralternative um. Hat man kein Netzteil zu Hause, wird das teure Ladegerät noch teurer. Gut zu wissen, wer sein iPhone einzeln auflädt, also ohne Apple Watch, lädt etwas schneller, als wenn man beide Geräte gleichzeitig auflädt. Aber macht das jetzt so den großen Unterschied? Ich persönlich würde sagen, nein. Auch mit dem 20 Watt Netzteil hat man auch ausreichend Power, vor allem wenn man das Ganze über Nacht lädt. Dann muss es nicht unbedingt mit voller Power sein, dann reicht es auch aus, wenn es halt die 11 Watt sind, die ja trotzdem schneller sind als die 7,5 Watt, die vorher via Qi angeboten wurden. Von daher, ja, hätte Apple das vielleicht vorher ein bisschen besser kommunizieren können, weil man das erst nachher gemacht hat. Aber ich persönlich komme auch mit dem normalen
Netzteil vom iPhone aus und kann dann über Nacht das Ganze beides zusammen aufladen. Das ist für mich persönlich kein Problem und ich glaube, es geht vielen so, die dann sagen, okay, ich muss jetzt nicht noch unbedingt noch ein schnelleres Netzteil her, damit ich mein iPhone noch schneller aufladen kann, obwohl ich das sowieso 6 Stunden über Nacht auflade. Wie gesagt, praktisch ist auch noch die Tatsache, dass man das Ganze ja in alle Richtungen klappen kann. Man kann es nicht nur flach auf den Tisch legen und beide Geräte gleichzeitig aufladen, man kann es sondern auch zusammenklappen und dann zum Beispiel nur das iPhone auf einer Seite aufladen oder umgekehrt nur die Apple Watch auf einer Seite aufladen. Praktisch dabei ist auch, dass man das Ganze in der Hand halten kann, während es auflädt. Das bedeutet, wenn ich das iPhone via MagSafe an dem MagSafe Duo Ladegerät angeschlossen habe, kann ich das Ganze auch in die Hand nehmen und bedienen. Ja, das ist jetzt nicht super komfortabel, aber es funktioniert. Für wen sich das Ladegerät eignet? Definitiv für Apple Watch Nutzer und für iPhone Nutzer. Aber da man auf der einen Seite nur die Apple Watch laden kann, weil es halt der Apple Watch Ladepuck ist, sollte man definitiv eine Apple Watch haben, sonst macht der Kauf doch keinen Sinn. Auf der anderen Seite können wir dann natürlich die iPhones aufladen mit MagSafe, ohne MagSafe. Die AirPods können wir auch da drauf legen und die AirPods Pro genauso. Und wie gesagt, alle Qi-kompatiblen Geräte werden hier auch geladen, auch Android-Geräte. Wir halten fest, das MagSafe Duo-Ladegerät sieht schön aus, ist hochwertig verarbeitet, bietet 2 Möglichkeiten, Geräte aufzuladen. Eine Apple Watch und ein iPhone oder die AirPods oder andere Qi-kompatible Geräte. Das Scharnier in der Mitte ist gut gemacht. Man kann aus dem Duo-Ladegerät auch ein Solo-Ladegerät machen. Sollte beachten, dass kein Netzteil mit dabei ist. Und für wen ist das Ganze jetzt sinnvoll? Naja, man kann sich das Ganze auf den Nachttisch legen und hat dann halt die Möglichkeit, beide Geräte aufzuladen. Aber das Teilchen ist ja doch schon dafür gemacht, dass es sehr kompakt ist, dass man zusammenfalten kann und schnell mitnehmen kann. Das passt sogar auch in eine Hosentasche. Ich sag mal eine Herren-Jeans-Hosentasche, da passt das rein. Und eignet sich dann halt auch perfekt für Reisen. Klar, Reisen sind im Moment nicht so wirklich möglich oder nur begrenzt und eingeschränkt, vielleicht nur geschäftlich. Dann macht sich das Ding auf jeden Fall bezahlt. Zuletzt bleibt natürlich wie immer der Preis und der ist wie immer Apple-typisch. 145,20 Euro werden aktuell verlangt. Für mich persönlich etwas zu viel, schon ein bisschen etwas viel zu viel. Da müsst ihr natürlich am Ende selbst entscheiden, ob euch das Produkt das Geld wert ist und ob ihr genau dafür einen Nutzen habt. Dann könnte man vielleicht sagen, okay, ich kaufe das jetzt mal für 145,20, benutze das 2, 3, 4 Jahre oder kürzer oder länger, je nachdem, und habe da meinen Spaß mit. Entscheidet man sich für 2 einzelne Charger, zahlt man natürlich definitiv weniger, muss dann aber halt auch wieder 2 Charger mitnehmen, möglicherweise sogar 2 Netzteile, 2 Kabel, je nachdem, welche Anforderungen da halt benötigt werden. Am Ende entscheidet natürlich ihr, ob ihr das MagSafe Duo Ladegerät kauft oder nicht. Und gerne könnt ihr in die Kommentare reinschreiben, ob das Produkt was für euch ist, ob euch das zu teuer ist oder ob ihr das überhaupt gar nicht benötigt. Und falls euch das Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal hier gerne kostenlos, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich sage danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!